Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 65 befinden wir uns in der Diebesgilde und wir haben heute mal unseren Gast Johann, der gerade am Steuer ist. Hey. Und Johann, was hast du dir vorgenommen für diese Folge? Ah, diesmal machen wir ein Nebenquest, an das ich mich gar nicht mehr so erinnern kann. Das ist dann einigermaßen neu für mich. Anstatt jetzt das Hauptquest hier in der Diebesgilde zu machen, das überlasse ich dann den anderen Ah, Leuten. alles klar. Hast du den Hauptquest in der Diebesgilde dann demarkiert, also nicht mehr markiert, Ja, oder? Alles klar. das ist jetzt das laufende, der laufende Quest ist jetzt ein Hinweis über Brandscheiß Vergangenheit zu finden. Ah, Ich okay. habe keine Ahnung, was das war. Guck mal auf der Map, wo denn der Hinweis ist. Ja. Oh, Moment. Okay, der ist. Moment. Nirgendwo. Ah, da oben. Genau hier. Oh Mann, das ist Also ein wäre es langer sinnvoll Weg. nach, was ist da nebenan? Das ist Winterfeste. Vielleicht erstmal nach Winterfeste zu fahren. Mit der Kutsche, ne? Das Ja, geht. Ja. ich nehme die Kutsche. Ich hoffe, die fährt da auch noch hin. Ich weiß gar nicht mehr. Winterfeste war, glaube ich, nur eine kleinere Stadt. Ja, verrat uns nicht zu viel. Ach so, ja, tut mir leid. Alex und ich wissen natürlich überhaupt nicht mehr oder überhaupt nicht, was in Winterfeste los ist. Okay, lassen wir uns überraschen. Ich sag nichts. Und falls dir ein Troll begegnet, dann lauf. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit den Trollen gemacht hier. Oh, da sind wir. Miautolex, hier Oh, ist und wir er. sind für unseren Mondzucker berüchtigt, aus dem Köstlicher man Mondzucker. wahrscheinlich Drogen machen kann. Oh ja. Skoma. Okay, fahren wir mal los. Soll ich euch mitnehmen? Natürlich. Wohin soll's gehen? Ah, okay. Einmal nach Winterfeste, bitte. Der hat auch Klettert alles im wieder Angebot, hinein, ne? dann sind wir weg. Jo. Und los geht's. Meinst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt. Ja, Brandschei war ein Händler auf dem Markt von Rifton. Der hat erzählt, dass er ist, glaube ich, ein Dunkelelf, hat aber einen relativ ungewöhnlichen Namen für einen Dunkelelfen. Ich glaube, der Name ist eher einer von den Argoniern, also von diesem Echsenvolk. Und da kann man jetzt mal in seiner Vergangenheit rühren, mal schauen, was da so los war. Und dann stellt sich heraus, er ist der verschollene Prinz. Der Argonier. Genau. Ein verzauberter Argonier. Oh oh. Warte mal, da geht's Und tief tschüss. Oh, wir runter. sind eine Bergkatze, das Ja, geht. Bergkatze. Stein. Ich darf mich nur nicht runterwehen lassen. Ja, wir haben uns auch in der Folgenpause gedacht, dass wir uns mal eine richtige zweite Einhandwaffe dabei mitnehmen, Und damit hier wir ist auch mit sie. zwei Händen kämpfen können. Und in der linken Hand sieht man jetzt bei Johann einen riesigen Streitkolben, der auch noch verzaubert ist und ich glaube Lebenspunkte absorbiert oder sowas in der Genau, Art, ne? Lebenspunkte. Oh Und ich Mann. glaube, ich weiß, warum das hier in der Gegend Winterfeste heißt, weil es hier immer schön schneit und kalt ist Das und irgendwie stimmt. ist der Weg nach unten noch nicht ganz ersichtlich. Ja, da würde ich euch lieber auch nicht Der ist ziemlich versuchen. eindeutig, aber Musst du mal du gucken. meinst, es gibt viele Möglichkeiten, nach unten zu kommen, Alex? Ja, bloß Natürlich. wie langlebig man dann noch ist, ist eine andere Ja, Frage. runter kommt man immer. Das ist doch Ah, eine warte. Bergkatze. Nee, das ist nicht Den gut. Sprung schaffst du. Nein, 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 nein. Ja, in dem Schneesturm sieht man natürlich auch relativ wenig. Das ist ein bisschen schade. Ah, leider nicht. Das sieht aus wie Wasser ist, aber keine Ahnung. Kommst du hier überhaupt noch weg irgendwie? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das. Da kannst du Okay, runter. darunter, ne? So ein bisschen runtersliden. Ah, Probier nein, nein, mal. nein. Das war nicht gut. Okay, das war nicht so gut. Oh, ausgerutscht. Ja. Oh, Johann, was machst du denn? Oh, die Oh, Bergkatze. toll. Alles von wir vorne. hätten das ganz anders gemacht. Ja, Wir natürlich. dachten, Lass das das ist. Let's Play abbrechen, dann können wir noch Okay, mehr. das war's. Du hast es Komplett. versaut, Johann. Ja, komm. Ja. Ich versuche uns mal kurz hier Trostkekse zu organisieren. Oh, Das das kann wäre doch nicht gut. so Ja, es weitergehen. tut mir leid, das ist eine Schande für uns alle. Oh, Scheiße, nein, wir sind im Rifthorn. Oh, Gehört zu jeder okay. Hauptstadt der. Wohin soll's gehen? Nächstes Mal mache ich es besser. Winterfeste. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg.
Was für eine Bergkatze. Der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt. Okay, zweiter Versuch. Gut, 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 gut. Dass das auch hier so hoch sein muss. Drück mal F5. F5, gute Idee. Ah, sieht doch schon besser aus. Weil hier könnten Trolle sein. Ah, irgendwas ist in der Nähe. Wölfe! Da! Hast du etwa Angst? Ha? Hast du etwa Angst vor Wölfen? Ich doch nicht. Ah, kann natürlich sein, dass das keine normalen Wölfe sind, sondern... Ah, seid ihr sparsam mit Pfeilen? Nein. Gut. So, was macht mehr Schaden? Beides gleich. So habt ihr zwei Bögen, die gleich viel Schaden machen. Weil wir den einen nicht ablegen können. Okay. Das macht Sinn. Total daneben. Oh, du hast getroffen. Nein, habe ich nicht. Aber sie haben dich gesehen. Sie haben nur den Pfeil gesehen. Oh, scheiße, die haben mich tatsächlich gesehen. Johann, Johann. Immer mit der Ruhe, ich glaube, die verlieren mich Johann, gleich. Johann, der ist Sie haben unser mich wieder Mann. Verloren. Der kann das, was keiner kann. Komm schon, komm schon. Oh Mann, ich bin echt aus der Übung. Bam! Bam! Also, sehr gut. Du bist aus der Übung, ne? Ja, komm, Blattschuss. War ja schon fast so gut wie ein gewisser Alex, der einen gewissen Elch erledigt hat. Okay, dann kommt jetzt der nächste. Komm, 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 komm. Wo bist du? Hör auf zu laufen. Vielleicht müssen wir doch mal das Falkenauge skillen. Mhm. Ah, das war's. Du hast ihn erledigt, sehr schön. Gut. Ja, in Richtung Schießkunst oder so haben wir gar nicht geskillt bisher. Was sollten wir tun? Dafür kannst du dich sehr nützlich. Kannst du dich besonders gut anschleichen. Nimm den Pfeil wieder mit. Warte, geht das hier? Ich glaube. Nee, leider ist er. Aber du, einen hast du doch daneben geschossen. Ja, stimmt, da ist er. Es wird alles gespart. Okay. Richtig gut. Ich hoffe nur, ich sehe die Wölfe diesmal bevor. Bevor was? Bevor sie mich schnappen. Die schnappen dich. Die könnten auf andere Dinger sein. Langsam, langsam. Ich schleiche durch die Gegend. Oh, ein Hase. Das gefährlichste Raubtier von allen. Oh, da ist sogar ein Boot. Und hier hat also dieser Brandschei gelebt. Oh, da ist noch ein Wolf. Das ist ja toll. Was macht dieser Wolf da? Der Breakdance. Was ist das denn? Er läuft auf seinen Vorderpfoten. Ja, ich hab getroffen, oder? Ja, das ist einfach kein Wolf, sondern ein... Ich glaube nicht. Ein Schneetiger oder so. Ein Stehtiger? Schneetiger? Ich hab Stehtiger verstanden. Stehtiger, ja, vielleicht. Nein, ein Stehtiger, ja. Er steht auf zwei Beinen, das kann man... Na komm... Das sind auch wieder mehrere. Ah, ne, diesmal. Okay. Was soll denn das? Ein Rudel Eisbären. Ich glaube, die existieren gar nicht. Ich treffe sie, aber die Pfeile fliegen durch. Na? Würde ich sagen, oder? Das sind Brandscheißwölfe, die kann man nicht treffen. Die kann man. Jawoll. Ja, diesmal 2,05-facher Schaden, nicht schlecht. Da geht doch noch was. Wo ist der andere Wolf? Sind wir auch schon wieder eine Stufe hoch, oder? Ja, Schleichen wurde verbessert. Ja. Achso, aber eine Stufe? Nee. Sind wir nicht immer eine Stufe hoch? Das kommt noch. Okay, das war auch ein normaler Wolf. Bis jetzt alles noch harmlos. Mal schön vorsichtig. Weiß natürlich nicht, was hier in diesen Gefilden so lauert. Ja, gute Idee, warte. Das oh, Wasser ist sehr natürlich... gut. Orkische Kriegsaxt. Und. Uff. Ja, der andere Kollege ist nicht favored. Und. Oh, wow, warte, was Wasser. Ist das? Irgendwas hat mich gefunden. Ah, das ist der Wolf, okay. Komm her! Oh, er ist verzaubert. Wie verzaubert? Er leuchtet.
Ach so, verzauberter Wolf. Er hat Granatsteine gefressen. So, ich dachte, das ist, wenn die in die Edelsteine treten. Maybe. Du wirst irgendwas richtig dick gesehen. Ein Eistroll hat dich entdeckt. Nein, Schneetiger. Die können nicht schwimmen. Hey, ich weiß da nicht. Zahlt sich natürlich die Erfahrung von Johann aus. Oder? Ist das witzig? Ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht auch nicht unter Wasser wahrscheinlich, ne? Ja. Tatsächlich. Hau ihn! Nein! Schießen mit dem Bogen ab. Nein, wenn ich an Land gehe, dann kommt er nach. Ja, du kannst ja einfach vielleicht weitergehen. Wo ist er? Dich von ihm entfernen oder so. Ja, ich entferne mich. Da ist noch ein roter Punkt erschienen. Zwei. Okay, was ist das diesmal? Ich glaube, das sind zwei Schneetiger. Ja, das war wieder relativ helles Fell. Okay, Schneetiger kennen wir. Ja, was soll's. Schneetiger kennen wir noch gar nicht so richtig. Haben wir nicht mal welche verprügelt? Ach, das wären irgendwie. Säbelzahntiger. Säbelzahntiger. Ja? Ach so, Säbelzahntiger war das, okay. Verdammt. Oha. Könnte ich sie umbringen? Nee, ich lasse es lieber sein. Wahrscheinlich verfolgen die mich zum Schiff und springen dann aus dem Wasser und bringen mich um. Was war das? Die Anfänger sitzen hier in der zweiten Reihe und mummeln irgendwie komische Dinge in das Mikrofon. Hier riecht es doch nach Feinden, oder? Hier riecht es nach Schätzen. Ach was. Das stimmt, versunkenes Schiff. Da gehen wir gleich mal auf Taucherpartie. Selbst durch eine verstopfte Nase kann man die Schätze hier riechen. Oh. Das könnte ein Ingame-Spruch sein. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Ein Lagerfeuer. Wo ein Lagerfeuer ist, da sind auch Leichen? Ich hoffe, die sind tot, aber ich sehe bis jetzt noch nichts. Wrack der Stolz von Telvas entdeckt. Telvus. Hast du mal gespeichert? Nee. Gut, okay. Ja, Anfängertipp, ne? Immer F5 drücken. Yep. Auto F5. Cool. Okay, hier scheint wirklich niemand zu sein. Komisch. Aber auch keine Schatztruhe. Langweilig. Aber das Feuer brennt noch. Sie können nicht weit weg sein. Das heißt, Brandschei war ein Schiffsbursche. Möglich. Vielleicht. Okay, der Schatz. Dann hat er dieses Feuer gelegt und hat sich entfernt. Und seitdem ist er jetzt. Warte, Moment, da ist was. Jemand redet. Okay, das sind Brandscheis Eltern. Okay, langsam. Okay, die haben mich fast gesehen. Die haben dich gesehen. Pass auf, düdüm, gleich. Ach, scheiße. Okay. Da und der Anführer. Der Anführer sogar. Okay. In Zeitlupe. Mach ihn platt. Nein, Moment. Doch, hau auf. Er hat die noch nicht ganz gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Im Schneesturm ist man einfach jetzt hat sie dich nicht mehr. So, ich bin versteckt. Jagdbogen raus. Und Taschendiebstahl. Doch niemand hier. Oh ja, Taschendiebstahl. Komm, Taschendiebstahl, Johann. Ich glaube, ich mach Taschendiebstahl an die Rand. Oh, scheiße, das ist viel. Das hat natürlich. Los, Nahkampf. Ja. Komm, die sieht dich noch gar nicht, oder? Vielleicht doch. Die sieht mich schon. So gut sind wir noch nicht im Schleichen. Oh! Upsi. Oh oh, das ist nicht gut. Jetzt drauf. Ich glaube, einen Schlag würdest du jetzt noch überleben. Oh, da sind noch Pfeile. Hau ich dir voll zu. Oh, sie ist gestunt. Jetzt müsstest du mal heilen. Yep. Oh, wir haben doch eine neue Stufe schon. Das könnte schwierig werden. Ich glaube, wir haben auch nicht mehr so viele Zaubertränke. Na, für diesen Kampf reicht es noch, oder? Für den Anführer? Warte mal, haben wir das... Ist das Frost? Na, schade, das Gift hat auch nachgelassen. Ansonsten kannst du noch mit der linken Maustaste auch den, diese Keule schwingen. Die ist, glaube ich, noch ein bisschen stärker als die Orkische. Mit der rechten Maustaste. Mit der rechten Maustaste, ja. Da gibt es noch den... Na, stimmt. Diese fette Keule, die bringt auch richtig was, glaube ich. Mal feste Druff da. Warte, da kommen gleich noch mehr Leute mit. Dann beeil dich mit ihr. Genau. Und gedrückt halten. Wir müssen Brandscheiß, Familie und was auch immer seine Vorfahren hier in diesem Schiff gemacht haben, rächen. Ja, und die Ausdauerleiste ist voll, Johann. Da geht noch was. Hau drauf. Beide. Jetzt hast du sie. Und sehr gut. Das war's. Na, zumindest der schwerste Gegner ist drauf. Boah, mitnehmen, die Rüstung auch. Ja, wirklich? Ja, klar, die ist richtig viel Geld wert. Ja. Stimmt, aber die ist recht schwer. Wir haben unendlich Traglast. Alter, wir haben 300, wir haben noch fast 300 Traglast. Gute Idee. Oh Mann. Und der Dolch nicht vergessen. Ah ja, der Dolch. Okay. Der Pfeil auch. Wer will als nächstes?
Na, Pfeil nicht. Ein Eisenpfeil. Wow. Den verwenden wir auch gleich mal. Ja, das. Er hat dich schon gesehen. Das ist egal. Johann macht den Sith Lord. Oha, der bringt richtig was gegen normale Banditen. Sind Funken noch ganz gut. Oh, er hat es in beiden Händen auch, das ist ja richtig cool. Aber wo ist er jetzt? Ich hoffe, er ist gestorben. Na, jetzt habe ich auch keinen Mann. Was, wenn er oh, tot ist, musst du ihn looten. Warte, der hat einen Bogen. Der Typ hat einen Bogen. Ach, deswegen steckte da ein Pfeil im Mast. Das war er. Hier, mit freundlichen Grüßen zurück. Oh, nicht schlecht. Sauber. Der Banditenanführer war... Und down. Deutlich stärker. Oh, doch nicht. Ja. Die Banditen sind die schwächste Klasse der Straßenräuber. Danach kommen dann da noch zwei andere und dann der Banditenanführer. Weiter genau. Links. Die... Weiter links. Da. Ah, das sind überall Feinde. Mitnehmen. Hier. Okay, zumindest... Wer den Cent nicht ehrt, ne, der ist den Euro nicht wert. Ja gut, da hast du auch wieder recht. Boah. Ja, stirbt nicht. Keine Panik. Drück mal F5. Ja. Ah, gute Idee. F5, hier ist F5. Wir kommentieren hier die ganze Zeit. Alle ganz aufgeregt und durcheinander reden. Wo ist denn diese verdammte Schatz? Hier müsste doch auch irgendwas sein. Falls du mal einen ruhigen Moment hast, Johann, könntest du auch eine kleine Folgenpause machen. Dann geht es erst in der nächsten Folge weiter. Ja, ich knack noch die Truhe und dann. Alles klar. Keine Dietriche verbrauchen. Oh, geht klar. Sehr schön. Boah, 66 Folgen. Und sogar ein Trank der Heilung. Okay, das wär's. Sehr gut. Also dann, Leute. Also in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich die Truhe finden. Hoffentlich. Ja, oder was das auch immer ist. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.